Hey, ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Setup für dich. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert.
bei 1 Minute 42, sauber und rechtzeitig für T14. Es folgt ein langer Abschnitt entlang der Boxengeraden, also brauchst du eine gute Ausfahrt. Du kannst mit ordentlich Tempo hineinfahren, also geh früh von den Bremsen und lenk etwas früher ein als normal. Nach dem Scheitelpunkt sollte das Auto untersteuern. Die Ausfahrt ist so breit, dass du problemlos auf den Seitenstreifen ausweichen kannst.
Benzin für etwa 4 Runden. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Thank you.
Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Bottas, Raikkonen und Sebastian Vettel. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Thank you.
wir erwartet haben. Weiter so. Beste Runde bis jetzt liegt bei 1,35,7.
Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Bottas und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück.
Ziel. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Vettel, Ricciardo und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende, freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben.